Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Ich weiß nicht, was hier beim letzten Mal losgegangen ist. Als ich mich ans Lagerfeuer gestellt habe, ging hier plötzlich ganz abgefahrene Musik los. Da hatte ich irgendwas. Ich hoffe, dass ich da entlang schieben. Als ob ich wieder so einen Kontrollturm. Zu anstrengend. Also ich kann zwar die ganzen Situationen im Grunde auflösen, indem ich den Turm überbrücke, aber dafür muss ich den Turm jetzt mal rankommen. Und dafür, dass da drei Brüllrücken dran herumlaufen. Trauer, das ist toll. Hallo! Platz. Ups. Boah, das ist ja wie sämtliche Winter auf einmal. Thank you.
Turm überbrücken. Kontrollieren. Faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Ein Langhals. Was hat ihn wohl zu Fall bringen können? Die sind unkaputtbar. Hey Leute, das ist ein Empfang. Er lebt schon sehr lange so. Aber die Wanderer sind noch nicht fertig. Ah!
beschädigt der Langhals ist. Es wurden wohl drei große Teile rausgerissen. Wenn ich sie alle finde, kann ich ihn vielleicht reaktivieren und auf den Kopf zugreifen. Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ein Array, ein Stabilisierer und ein Stellantrieb. Warum bist du da drüben eigentlich schon wieder wach? Ja, egal, ernst sein, ja, ich sehe schon so viel. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ja, mach hat man nicht schon mehr? Oder ist das nur Wunschdenken?
hätten etwas Vorrat. Wäre ja auch zu einfach, wenn ich einfach so herumläge, ne? Ich glaube, auf meinen Zähnen bildet sich Frost. Man macht einen Mund zu. Absolut kein Platz dafür. So, ja, ja, ja. Ich muss das alles da oben schön einsetzen. Muss ich dann irgendwie wieder raus. So, schon mal raus. Gut, das passt. Muss nur funktionieren. Tja, sieht doch besser aus als vorher. Ayla, die Maschinenoperateurin hier. Okay, ich glaube, ich muss einfach mal deinen Stromfluss wiederherstellen. Wenn es schief läuft, merkt es wenigstens keiner. Ein wenig Strom sollte helfen. Langsam! Das wäre ja zu einfach. Selbstdiagnose. Ansonsten sind wir keine Selbstwerte.
sinnlos. Der wird nicht mal merken, dass ich angreife. Was? Angreifen? Ich will nicht angreifen. Ich glaube, ich kann von hier aus auf den Langhals springen. Wir müssen nur warten, bis er seine Hände verliert hat. Zu den fast 40 Grad draußen. Da geht echt eine große Runde. Der Traurige ist, wenn ich jetzt gleich fehle, auf ihn drauf zu klettern, was bei diesen Lichtverhältnissen und dem Schnee durchaus passieren kann. Kann ich noch mal die Runde warten. Ah, die Sterne. Die Sterne und das Universum. Die einzigen, die nicht mitbekommen haben, dass die Erde zum Teufel gegangen ist. Oh, da kommt wieder. Hallo. Sich nur noch zum Kopf rufen. Okay, den Langhals zu befreien, sollte die Aufmerksamkeit des Veraks erregen. Sie müssen schon von mir gehört haben. Nichts hält mich davon ab, Aratak herauszufordern. Dann. Bewegen, gleich nachdem ich noch gelevelt habe, weil wir haben zwischendurch ein paar Fertigkeiten freigeschaltet. Anführerschlag. Geil. Ausweichtalent, ja, alles klar. Die vorangegangene Fähigkeit muss dafür aktiviert worden sein. Ja, noch mehr Rohstoffe. Ich habe jetzt schon keinen Platz mehr in den Taschen. Drücke X, um den Sprungangriff von der Reitmaschine zu starten. Beschädigte mittlere Maschinen und kann kleine Maschinen und Menschen ausschalten.
So. Dann brauche ich die hier. Ja, okay. Gut. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Oh, da fallen die Kinder beim Fall. So. Der schnellste Weg nach unten. Dran. Die Sonne geht auf, man sieht wieder was. Die Stacheln, die der Dämon aus dem Boden treiben lässt. Der böse Gedanke daran schnürt mir die Kehle. Fremde, warte! Warte einen Moment! Oh Gott, du hast wieder eine Quest für mich, ja? Was willst du denn, Kamu? Die Waffe von dir, Fremde. Der Speer. Ich kann das blaue Licht darin sehen. Du bist nicht der Erste, der Interesse zeigt. Ich hab sie gebaut. Dein eigener Entwurf? Und doch bist du keine Schamanin. Nein. Eher kreativ. Nicht jeder versteht den Funken im Metall, das Lied, das dem Metall innewohnt. Aber es könnte verbessert werden, modifiziert. Mit der Hilfe der Alten. Okay, jetzt bin ich schwach. Nördlich von hier ist eine Höhle, ein Schacht im Schnee. Darin ist ein Nest von Metallvögeln. Oh, hab ich das. Finde einen Vogel, der noch vollkommen unversehrt ist. Such eine Schiene darin, die so lang ist wie dein Speer. Mhm. Mehr kann ich nicht sagen. Eine Schiene von ein paar Metallvögeln besorgen. Nichts Ungewöhnliches. Okay. Mag jetzt doof klingen, aber das würde ich zuerst machen. Klar, einmal auf die andere Seite vom Schnitt, warum nicht? Aber wir können zum Glück schnell reisen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne Likes und auch Kommentare da. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Horizon Zero Dawn dann wieder. Bis dahin und bye bye.